heute habe ich einen Fashion Haul für euch, und zwar einen XXXL Fashion Haul. Ich habe einiges geshoppt, und zwar habe ich mir Dinge bestellt, denn es wird zu einem Event gehen, zu dem ich eingeladen wurde, und zwar nach Cannes. Dort wird es eine White Night Party geben, und ich hatte nicht gerade ein weißes, schönes, elegantes Kleid in meinem Kleiderschrank, und deswegen habe ich so einiges bestellt bei ASOS. Und ich war dann auch bei Zara und bei Mango, weil ich eben ja nach passenden Accessoires gesucht habe. Und dann ist es doch ein bisschen was mehr geworden, außer nur dem weißen Kleid. Ich habe verschiedene zur Auswahl. Vielleicht wollt ihr mir da helfen und mir in die Kommentare schreiben, welches ich denn nehmen soll. Ja, wir legen auch direkt los. Ich verkürze das Ganze jetzt, damit das Video nicht zu lange wird, quatsche ich nicht so viel außenrum. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Es soll als kleine Inspiration dienen. Die Sachen sind alle top aktuell. Es sind einige Schuhe dabei, Accessoires und Schmuck. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Video, und los geht's. Bevor wir zu dem Kleid kommen für die White Night Party, zeige ich euch ganz kurz meine Ausbeute vom Zara. Und zwar habe ich mir da ein paar ganz, ganz tolle Sachen mitgenommen. Zum einen dieses Oberteil hier. Es ist vom Stoff her so, so angenehm. Es ist ganz, ganz weich. Und die Farbe gefällt mir auch super gut. Wegen meinen schwarzen Haaren kommt die Farbe richtig schön zur Geltung. Das war reduziert auf 7,99 €. Davon gibt es ganz, ganz viele verschiedene Farben. Also die Ständer waren auch noch voll. Da könnt ihr gerne mal schauen. Ich denke, dass die sowas auch immer wieder reinbekommen. So für jeden Tag. Richtig, richtig schön. Dann habe ich mir noch ein reduziertes Teilchen mitgenommen. Da bin ich auch ganz glücklich, dass ich das ergattert habe. Und zwar ist es dieses hier. Es ist super interessant gemacht, weil man das hier oben so zubindet. Es ist zwar vom Stoff her recht dick, aber es ist genau nach meinem Geschmack, denn es ist auch eng anliegend, und ich kann mir das super gut vorstellen. Es wirkt auch sehr edel, weil da noch so goldene Details mit darin enthalten sind, und es war reduziert auf 9,99 €, und deswegen musste ich es unbedingt mitnehmen. Dann kommen wir zu meinem absoluten Schätzchen von Zara, und zwar war ich eben auf der Suche nach einem Kleid für die White Night Party bzw. für das Event an sich. Und ich muss euch sagen, dass ich schon seit einer halben Ewigkeit nach einem Parka suche, der aber genau, also ich hatte da genau meine Vorstellungen, die Taschen, die sollten nicht zu groß sein, genau richtig angebracht, und irgendwie habe ich nie was gefunden, die Farbe hat immer irgendwie nicht gepasst, und als ich durch den Zara geschlendert bin, habe ich endlich, ich bin so glücklich, meinen Parka gefunden, und zwar sieht der so aus. Schaut mal, und apropos Thema Taschen, es ist so, dass die hier, wie ich finde, genau richtig angebracht sind. Ich mag das nämlich überhaupt nicht, wenn die so von oben sind, also wenn die so angenäht sind, dass man von oben reingreift. Dann habt ihr hier noch so eine Kordel, also das heißt, ihr könnt euch den enger machen, ein bisschen taillierter oder eben weit tragen. Und mir gefällt er total gut von der Farbe. Der Stoff ist super angenehm für abends im Biergarten, wenn es etwas kälter wird. Und ja, ich bin super glücklich, dass ich den jetzt endlich habe. Und zwar hat er gekostet, ich sag's euch, 49,95 €, was echt eine Stange Geld ist. Aber ich habe ihn mir so lange gewünscht, und deswegen habe ich ihn mir gegönnt. Ich habe ihn in XS genommen. Normalerweise sieht es auch echt schön aus, wenn man die ein bisschen Oversize nimmt. Aber ich habe mich dann doch eher für die engere Variante entschieden. Dann habe ich bei Zara noch diese Schuhe hier im Sale gekauft, und zwar finde ich die auch super schön, sehr, sehr edel, auch die Verarbeitung. Hier sind so Sternchen drauf, und die waren reduziert von 39,99 € auf 19 €, was ich echt super finde. Gerade wenn das Wetter jetzt so langsam wieder etwas schlechter wird, wir wollen gar nicht dran denken, dann passen solche Schuhe auf jeden Fall super gut. Und ja, das war es soweit vom Zara. Jetzt machen wir kurz weiter mit New Yorker. Und zwar habe ich mir diese Hose hier mitgenommen. Die war auch reduziert auf 14,95 €. Gefällt mir total gut mit diesem Destroyed Look hier. Und diese High Waist Shorts kann ich mir super gut eben mit diesem Oberteilchen hier vorstellen. Also so die Kombi. Gefällt mir total gut. Oder eben auch zum Beispiel, das hier so drüber, und vielleicht dann die Schuhe, die ich euch gleich zeigen werde. Und ja, da bin ich auch ganz, ganz glücklich, dass ich mir das so eben mitgenommen habe. Dann war ich bei Hunkemöller, weil ich einen Bikini gesucht habe, denn dort in Cannes wird es auch einen Pool geben, und ich habe mir gedacht, okay, komm, jetzt holst du dir mal einen neuen Bikini. Das ist bei mir immer so ein bisschen schwierig, da bin ich auch ehrlich. Aber ich habe mir dann noch ein schönes Tuch mitgenommen, das ich mir dann einfach so drüber werfen möchte.
auch zum Beispiel abends, wenn wir dort sitzen und es vielleicht ein bisschen kühler wird. Also es gefällt mir total gut von den Farben her und auch dieses hier war reduziert auf 7,50 Euro. Und ich habe mir auch zwei Bikinis mitgenommen, aber ja, sowas halte ich ja sehr, sehr ungern in die Kamera, das wisst ihr ja. Okay, gut, dann machen wir weiter mit Mango und zwar habe ich da ja per Online was bestellt, weil dort, wenn wir in Cannes sind, gibt es natürlich mehrere Termine und dieses mit der White Night Party, das ist eine Sache, aber wir haben dort auch zum Beispiel Sightseeing-Tour durch Cannes und da wollte ich natürlich auch was Schönes und da habe ich mir so ein paar Sachen bestellt, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, was ich tragen werde, aber ich zeige es euch sehr, sehr gerne. Und zwar habe ich mir zum einen diesen Rock hier bestellt, ihr könnt schon sehen, das ist dieser Plissé. Ja, diese Plissé-Art Stoff, keine Ahnung, wie sich das genau nennt. Und zwar war der auch reduziert. Ich schreibe es euch mal hier hin, ich kann mich nämlich jetzt nicht mehr erinnern. Ich meine aber 19 Euro. Und normalerweise lasse ich die Finger von so langen Röcken. Dadurch, dass ich ja recht klein bin, sieht es dann bei mir nicht so gut aus. Aber jetzt getragen finde ich den echt nicht schlecht. Also ich bin froh, dass ich das jetzt mal gewagt habe sozusagen. Und dann kommen wir zum weiteren Schätzchen von Mango. Der gefällt mir fast noch einen Ticken besser. Der ist aber sehr ausgefallen und Geschmäcker sind nun mal verschieden. Ich glaube, das wird ja nicht vielen gefallen, aber mir gefällt der super gut. Ich finde, das ist voll der Hingucker mit diesem Gold noch mit drinnen. Und auch die Farbe super interessant, auch sehr lang. Den habe ich tatsächlich schon getragen und ja, wurde schon angesprochen, wo ich den her hätte, weil er eben so außergewöhnlich ist. Dann habe ich noch zwei Sachen von Mango. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, ob ich sie behalten werde. Das weiß ich noch, dass dieses Kleid hier 10 Euro kosten würde. Mir gefällt es super gut mit der Spitze. Hier die Länge finde ich auch schön. Auch hier unten ist es richtig schön gemacht. Aber ich weiß es noch nicht so genau, ob ich es behalten soll. Es ist auch schulterfrei, aber ich habe jetzt so, so viel bestellt. Ich glaube, ich darauf verzichten werde. Mal gucken. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es behalte. Und dieses Teilchen hier, da hatte ich so viel Hoffnung, als ich das bestellt habe, weil ich das so, so schön fand. Aber schaut euch das mal bitte an. Also es ist riesig, es ist so, so riesig und es ist so viel Stoff und es ist S und hängt mir irgendwie ganz weit unten. Eigentlich habe ich mir gedacht, dass ich das unter einem Kleidchen tragen werde, weil mir diese Spitze hier so gut gefällt, aber wenn ich schon so viel Stoff dann anhabe und ein Kleidchen drüber, dann ja, ist der Winter wahrscheinlich schon ausgebrochen, keine Ahnung. Also ich glaube, das werde ich auch nicht behalten. Dann war ich ganz kurz bei Esprit, weil ich im Schaufenster was Schönes gesehen habe, eben auch für einen Termin für Cannes. Aber das Kleid hat mir dann überhaupt nicht gepasst. Aber diese Schuhe hier mussten unbedingt mit und zwar gefallen mir die super gut. Ich war davor im Zara und habe diese hier mitgenommen. Aber ich glaube, wenn ich die zuerst gesehen hätte, dann hätte ich nur die mitgenommen. Und zwar waren die reduziert auf 19,99 Euro von 39,99 Euro. Und ja, jetzt gerade für den Alltag auch zum Beispiel richtig schön und das wollte ich euch eben zeigen, dass ich mir die zum Beispiel auch auf die Hose hier oder unter die Hose gut vorstellen kann und ja, da bin ich auch ganz glücklich, dass ich die mitgenommen habe. Und jetzt kommen wir noch zur Bestellung von ASOS. Es ist einiges geworden, ich werde auch einiges behalten natürlich, aber mit den Kleidern bin ich mir wie gesagt total unsicher. Ich habe mir für die Sightseeing-Tour noch zwei Paar Schuhe mitbestellt, Sandalen. Die hier, die waren reduziert und zwar habe ich die schon seit einigen Wochen im Auge gehabt. Jetzt bin ich total froh, dass ich sie reduziert ergattern konnte. Die gibt es auch noch in einer anderen Farbe und zwar so einem gräulichen Ton, meine ich. Und ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Also wie gesagt, sie sind jetzt reduziert. Ihr könnt die dann hier so oben am Knöchel entlang noch schön binden. Ein super schönes Material, sehr, sehr hochwertig. Und ja, auch richtig gut für den Alltag natürlich, wenn man mit den Kindern unterwegs ist. Da kann man mit solchen Schuhen schon mal nichts falsch machen. Dann kommen wir zu ein paar Schuhen, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde nach Südfrankreich. Denn ich habe super lange nach solchen Schuhen gesucht und mir gefällt sowas total gut. Es ist auch hier wieder Geschmackssache, ich weiß. Es wird nicht jedem gefallen, aber mir macht ja sowas überhaupt nichts aus. Denn ja, wenn ich davon überzeugt bin, dann trage ich das auch mit Überzeugung. Und zwar sind es diese Sandalen hier. Schaut sie euch bitte mal an, wie schön die sind. Also mir gefallen sie so, so gut. Mit diesen Applikationen hier, hier haben wir noch so Quasten. Und hier dieses Lederband könnt ihr dann auch eben am Bein entlang hochbinden und schön zusammenschnüren. Ich hatte die gestern tatsächlich das erste Mal an, habe euch auch ein Bild auf Instagram gemacht
Und so viele haben gefragt, wo ich die denn bitteschön her habe. Ja, also wie gesagt, die sind von ASOS. 45 Euro habe ich dafür bezahlt und die Steffi würde jetzt sagen, ja, wie eine kleine Pocahontas sehe ich aus. Ja, wie gesagt, es ist Geschmackssache. Ich kann mir das halt super gut vorstellen, zum Beispiel eben mit dieser Hose, die ich euch vorhin gezeigt habe und noch einem Schätzchen, das ich mir bei ASOS bestellt habe, und zwar diese Tasche hier, diesen Beutel, der war auch reduziert, der war sogar eigentlich super teuer und wie gesagt, die haben den jetzt reduziert, das ist echtes Leder, das ist so, so butterweich und irgendwie, ja, sehe ich dann wahrscheinlich aus wie so eine kleine Indianerin, hat auch die Malga zu mir gesagt, aber das macht gar nichts, das ist mir ja, also sie hat es nicht böse gemeint, ne, aber klar, es hat halt so einen indianischen Touch vielleicht, aber das ist ja wurscht. So, jetzt, ja, wie gesagt, ich liebe sie. Wie gesagt, ich zeige es euch gerne nochmal. Schaut bitte, wie schön sie sind. Und jetzt machen wir aber wirklich weiter mit dem Termin zu der White Night Party. Also zu diesem Event, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Es geht mit L'Oréal nach Südfrankreich und da sind ganz, ganz viele Termine aneinander gereiht und unter anderem eben Sightseeing, dann eben das Event, um was es eigentlich geht, also um ein Haarprodukt oder eine Haarmarke, die jetzt bald nach Deutschland kommen wird. Ich kann euch da jetzt erstmal noch nicht so viel davon verraten, aber dazu wird es mit Sicherheit Videos geben. Und wie gesagt, zu dieser White Night Party habe ich noch ein schönes Outfit gesucht. Und wir fangen mal mit den Schuhen an. Und zwar, ja, von denen bin ich auch total überzeugt. Mir gefallen sie so, so gut. Schaut mal bitte, wie schön die aussehen. Ah, ich bin so glücklich. Und die waren auch reduziert. Mit diesem Detail hier, dass das so über Kreuz ist, gefällt mir total gut. Auch das Material. Ich laufe darin wirklich ganz, ganz toll. Also, es kommt drauf an, wie lang. Aber ja, mir gefallen sie super gut. Und für mich stand sofort fest, dass ich auf jeden Fall silberne Schuhe möchte zu meinem weißen Outfit. Dann soll ich euch erst die Tasche zeigen, die ich dazu tragen werde, oder erst die Kleider? Ich bin noch ein bisschen unsicher, was ich machen soll. Ich zeige euch die Tasche. Und zwar werde ich eine Klatsch mitnehmen, die auch super gut zu den Schuhen passt. Kann euch noch mal kurz so zusammenhalten. So würde das dann aussehen. Genau, gefällt mir total gut. Ist irgendwie wie dafür gemacht, ne? Die ist von Piper & Jean und die kann ich so rumtragen oder eben so rum. Und man kann die dann auch so öffnen. Die hat hier zwei Druckknöpfe. Hier ist noch der Beutel mit drinnen, genau, damit man die dann hier reinmachen kann. Und hier habt ihr noch so einen Spiegel und ja, total schön, passt ganz viel rein. Bin ich ganz, ganz glücklich, dass ich die eben habe, weil ich finde, dass sie dann eben das Outfit nochmal total aufwertet. Diese Klatsch gehört eigentlich zu einer größeren Tasche, die ich euch auch gerne zeigen möchte. Aber ich werde diese Tasche nicht mit nach Südfrankreich nehmen, denn sie ist einfach viel zu riesig und passt überhaupt nicht in meinen Koffer. Sie ist aber auch wunderschön hier eben auch mit dem Piper & Jean Symbol, genau deren Logo. Und hier sieht sie dann so aus, man könnte sie so tragen oder so. Und genau, die Klatsch gehört eigentlich hier rein, aber man kann die beiden natürlich auch getrennt voneinander tragen. So, und jetzt kommen wir aber wirklich endlich zu den weißen Kleidern, die ich mir bestellt habe, beziehungsweise ein Jumpsuit ist auch noch mit dabei. Wir fangen mal an mit dem ersten Kleidchen, das ich ausgepackt habe und es mir super, super gut gefallen hat. Es sieht so, so edel aus, wirklich vom Material her, vom Stoff. Ganz, ganz toll, es ist midi geschnitten, also das heißt, es geht mir über die Knie, natürlich, wenn es midi ist. Einziges Problem an diesem Kleidchen war dann, als ich es anprobiert habe, dass es einen riesen Ausschnitt hat. Also schaut euch das mal bitte an, ja, hier vorne. Also das heißt, es sieht bei mir so aus. Das kann ich natürlich nicht tragen. Ich habe es auch mit so einem Spitzentop probiert unten drunter, aber das sieht irgendwie überhaupt nicht schön aus. Und das Kleid an sich, wie gesagt, gefällt mir total gut. Schaut mal hier unten, wie schön es gemacht ist. Es war auch reduziert, es kostet gar nicht so viel. Ich glaube 40 Euro, aber halbnackt kann ich natürlich nicht rumlaufen. Also sprich, mein Dekolleté wollte ich jetzt nicht unbedingt jedem zeigen, ne? So, das darf nur mein Mann sehen. So, dann machen wir weiter mit einem Kleidchen, das mir super gut gefallen hat, als ich es auch anprobiert habe. Das hatte ich jetzt eigentlich für die Sightseeing-Tour, ja, mir überlegt, dass ich das tragen werde, denn es gefällt mir super gut, da es schulterfrei mal wieder ist. Und es ist in so einem Boho-Style. Also das heißt, ja, ihr habt eine schöne Länge. Hier sind so richtig schöne Details. Aber es ist so viel Stoff. Es ist auch hier wieder super schwer, total viel Stoff. Und es wird dort 29 Grad geben. Und ich werde mir da einen abschwitzen. Und
Der Nachteil, den dieses Kleidchen auch noch hat, ist, dass es 70 Euro kostet. 70 Euro, sind die verrückt geworden? Es ist mir definitiv zu teuer. Also ich gebe gerne 70 Euro für ein schönes Kleid aus. Ich finde das Kleid auch schön, aber irgendwie nicht für 70 Euro. Nö. Und für die Sightseeing-Tour, denke ich, werde ich was anderes anziehen. Genau. Und jetzt kommen wir zu meinen zwei Outfits, die ich in die engere Wahl ziehe, beziehungsweise eins wollte ich euch noch zeigen, das mir auch super gut gefallen hat. Da war ich auch total verliebt, als ich es anprobiert habe, weil es mir hier oben so, so gut gefällt, wie es geschnitten ist. Hier so, könnt ihr ja sehen, ich blende euch das ja auch alles ein. Nur ist das Problem, dass es wahrscheinlich für 2 Meter Frauen irgendwie, ja, geschneidert wurde. Hallo Leute, ich meine, hallo, wer soll das tragen? Also so ein Kleid. Ihr seht ja, das Bild ist wahrscheinlich dann nur dafür da, dass man einfach nur sich schön hinstellt und jedem zunickt und sich bloß keinen Meter bewegt. Also es müsste mich dann halt jemand hintragen, dorthin stellen und ich habe dann mein Glas Wasser in der Hand. Hallo? Also ja, ich hatte dann überlegt, das zum Schneider zu bringen und kürzen zu lassen, aber irgendwie dachte ich mir dann, nö, lass gut sein, nimmst du nicht. Und jetzt kommen wir noch zu meinen 2 Schätzen, die in meine engere Auswahl kommen. Da hoffe ich natürlich auf eure Hilfe. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr denn meint, was mir am besten steht, was ich denn tragen soll. Und zwar habe ich zum einen diesen wunderschönen Jumpsuit hier. Ihr könnt schon sehen, ein richtig tolles, edles Detail an den Armen. Ansonsten ist er sehr schlicht gemacht, aber auch der Aufschnitt gefällt mir richtig gut. Das einzige Problem, das ich eben bei diesem Jumpsuit habe, ist, dass ich da immer so ein bisschen unsicher wegen der Unterwäsche bin. Also ich mag es dann nicht, wenn man da irgendwas sehen würde. Und ja, ich bin da ja sehr streng erzogen, also deswegen bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Außerdem wollte ich Beine zeigen und deshalb habe ich mir noch dieses schöne Kleidchen hier bestellt, das mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und zwar ist es dieses Kleidchen hier. Ihr könnt schon erkennen, auch dieses ist super edel. Es ist von der Verarbeitung her sehr, sehr hochwertig gemacht. Mir gefällt es total gut mit diesen, ja, Ornamenten und der Stoff gefällt mir gut. Der einzige Nachteil ist, dass es sehr, sehr schwer ist. Also auch bei dem Kleid hier bin ich mir noch so ein bisschen unsicher. Hier mit diesem Detail, da sieht man so ein bisschen Haut durch, aber wirklich nur ganz, ganz bisschen. Auch der Rundhalsschnitt gefällt mir sehr gut. Hier hinten haben wir einen Reißverschluss. Das einzige Problem ist bei diesem Kleidchen hier, dass es auch wieder midi geschnitten ist. Ich habe tatsächlich überlegt, mir ein kleines Stück abzunehmen, sodass ich wieder auf die Länge komme, wie sie mir eben am besten gefällt. Also sprich, ein kleines Stück übers Knie, weil, wie gesagt, dadurch, dass ich eben so klein bin, habe ich immer das Gefühl, dass das noch so ein bisschen staucht. Ich habe natürlich hohe Schuhe an, also ich werde mal sehen, wie ich es tragen werde, aber ich glaube, diese beiden Sachen kommen eben in meine engere Auswahl. Aber wie gesagt, ich freue mich über eure Kommentare. Schreibt mir sehr, sehr gerne, was ich denn tragen soll. Ansonsten folgt mir gerne auf Snapchat, da nehme ich euch nämlich mit nach Südfrankreich. Und meinen Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und zum Event wird es natürlich auch Videos geben, das ist ja ganz klar. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, meine Lieben. Lasst euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!